Mit Unterwasserscootern, auch bekannt als Tauchscooter, kann man die Unterwasserwelt erkunden, ohne sich anstrengen zu müssen. Diese Geräte sind ideal für Freizeittaucher, Schnorchler und Abenteurer. In diesem Video wollen wir uns die drei besten Tauchscooter von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen anschauen. Da sollte also auch auf jeden Fall was Passendes für dich und deine Ansprüche dabei sein. Bleib unbedingt bis zum Schluss des Videos dran, um alle hier vorgestellten Modelle kennenzulernen und am Ende einen passenden Unterwasserscooter für dich und deine Ansprüche finden zu können. Alle hier vorgestellten Unterwasserscooter sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls du dich anschließend nach dem Video noch genauer zu den einzelnen Modellen informieren oder deinen persönlichen Favoriten dann direkt bestellen möchtest. Starten wir ansonsten gleich mit dem eigentlichen Video und dem ersten Modell der Einsteigerklasse. Es handelt sich hier um den Asivo Tauchscooter. Der Asivo Scooter ist einer der absolut beliebtesten Modelle auf dem Markt. Er erreicht Geschwindigkeiten von 5,7 km/h und kann durch das leichte und handliche Design sogar in einem Flugzeug Handgepäck mitgenommen werden. Er ist nur 3,5 kg schwer und damit besonders kompakt und praktisch. Bis zu 35 Minuten kann er bei normalem Gebrauch arbeiten, bis er dann wieder in 2 bis 3 Stunden aufgeladen werden muss. Das ist oftmals genügend Zeit, um hier die Unterwasserwelt ausreichend zu erkunden und viele starke Eindrücke zu sammeln. Zwischen drei verschiedenen Gängen kann man beim Asivo Unterwasserscooter auswählen, wodurch man auch die Leistung immer an die aktuellen Anforderungen anpassen kann. Und außerdem ist das Modell für Tiefen bis 40 Metern geeignet. Einen solchen Druck kann das Gerät aushalten und ist damit ein besonders nützlicher Begleiter für auch längere Tauchgänge. Vor allem, weil dieses Modell auch das mit Abstand günstigste in diesem Vergleich ist und auch das auf jeden Fall leichteste, kompakteste und damit auf jeden Fall praktikabelste. Es ist auch super für Kinder und Jugendliche geeignet, kann aber natürlich des Weiteren auch von Erwachsenen verwendet werden. Wenn du dich jetzt noch genauer zum Asivo Unterwasserscooter informieren oder diesen starken Tauchscooter der Einsteigerklasse direkt bestellen möchtest, dann schau gerne mal über den ersten Link in der Videobeschreibung nach. Und bleib jetzt auf jeden Fall auch gerne noch dran, um die nächsten beiden Modelle kennenzulernen. Aus der zweiten Preis- und Leistungsklasse musst du unbedingt den Subnado vom Hersteller Weidu kennenlernen. Der Weidu Subnado ist ein leistungsstarker Unterwasserscooter für Erwachsene und Kinder. Auch dieses Modell ist noch recht kompakt und kann durch seine starke Leistung überzeugen. Trotz der wirklich sehr kleinen und kompakten Abmessungen hat das Modell einen großen 98 Wattstunden Akku verbaut. Bis zu 56 Minuten kann man damit durch das Wasser fahren, wobei das Modell dann durch den 100 Watt Schnellladeanschluss auch in nur etwas über einer Stunde wieder aufgeladen ist. Der Subnado Wasserscooter verfügt zudem über reichlich Zubehör. Im Lieferumfang enthalten sind eine Subnado Haupteinheit, die Zubehörhalterung, ein Kabel mit Daumensteuerung, ein Fingerschutz, eine Armhalterung und Handgriff, eine Griffhalterung und verschiedene Armbänder, womit man hier gleich ein sehr großes und umfangreiches Komplettset erhält, durch das man sich über viele Jahre keine Sorgen mehr um Zubehör und Ersatzteile machen muss. Zudem heben die Kunden immer wieder die hochwertige Verarbeitung und Qualität dieses starken Unterwasserscooters hervor und in Kombination mit der kompakten Größe und starken Leistung sowie auch guten Akkulaufzeit überzeugt dieses Modell auf ganzer Linie. Vor allem, weil es trotz kompakterer Abmessung und längerer Laufzeit genauso schnell wie der eben vorgestellte Asivo-Scooter ist und dabei auch sogar noch 20 Meter tiefer kommt, also bis zu 60 Meter insgesamter Tauchtiefe geeignet ist. Dies ist auch der mit Abstand beste Wert in diesem Vergleich. Alles weitere zum Subnado Unterwasserscooter über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Als drittes und letztes möchten wir das absolute Premium-Modell in diesem Vergleich vorstellen. Es handelt sich um den SubBlue White Shark. Der White Shark Unterwasserscooter vom Hersteller SubBlue überzeugt durch seine kompakten Maße und sein kleines Gewicht von lediglich 3,5 Kilogramm. Er überzeugt durch eine starke Geschwindigkeit von bis zu 5 Kilometern, eine maximale Tauchtiefe von 40 Metern und auch eine gute Laufzeit von bis zu 30 Minuten bei normalem Gebrauch. Praktisch an diesem Modell finden wir vor allem die einfache Steuerung durch den breiten Handgriff. Durch diesen liegt das Modell immer äußerst gut in der Hand und sorgt dafür, dass man hier extrem gut steuern und navigieren kann. In Kombination mit der starken Smartphone-Kamerasteuerung kann man dieses Modell auch wunderbar als Unterwasserkamera verwenden, indem man einfach die entsprechende Smartphone-Halterung dazu bestellt und aufbaut. So hat man eine sehr starke Unterwasserkamera, die die Erlebnisse auch in Echtzeit festhalten kann.
Diese Modularität des Subblue White Sharks ist es generell, was das Modell so auszeichnet. Zum Beispiel kann man ihn auch mit einem weiteren White Shark Unterwasserscooter verbinden, wodurch man noch mehr Antriebskraft und Geschwindigkeit erhalten kann. Bis zu 3 White Shark Unterwasserscooter sind hier tatsächlich anpassbar, wodurch man die Geschwindigkeit sogar auf bis auf über 9 km/h erweitern kann. Ja, vor allem diese Modularität und Flexibilität ist es, die uns beim White Shark Subblue so überzeugt. Man kann hier ganz individuell entscheiden, wie viel Leistung, Akkukapazität und auch Funktionen man mit diesem starken Modell haben möchte, je nachdem welche Module und extra Aufsätze man eben noch dazu bestellt. Vor allem überzeugt hier, wie gesagt, die starke Bedienung durch die 2 Griffe und die Möglichkeit auch noch eine Smartphone-Kamera durch das entsprechende Modul anzuschließen. Das auf jeden Fall flexibelste und interessanteste Modell im Vergleich. Der Subblue White Shark allerdings kann durch seine 40 Meter Tauchtiefe, 30 Minuten Akkulaufzeit und normale Geschwindigkeit von 5 km/h nicht überzeugen, aber in Kombination mit den ganzen Features und Extras eine wirklich herausragende Wahl. Alles weitere zum Subblue White Shark, dem Unterwasserscooter der 3. Preis- und Leistungsklasse, über den 3. Link in der Videobeschreibung.